Seit Tagen fahren wir durch diese Landschaft, die relativ ausgeräumt ist, riesige Felder. Hier in dem Fall wird Weizen angebaut, weiter vorne sieht man dann wieder mal Mais und dann wieder Roggen. Und wir überlegen halt, wem das Ganze jetzt gehört, weil nach dem Krieg ist das ja alles verstaatlicht worden wohl. Und die Landwirte haben das in Gemeinschaft gemacht. Und vielleicht weiß jemand von euch, wie das jetzt aufgeteilt ist nach dieser Privatisierung. Oder ist es überhaupt privatisiert? Oder gehört zum Staat und er verpachtet es den Bauern? Das würde uns interessieren, weil so riesige Flächen, das kann ja kaum einem einzigen Bauern gehören, oder?